schon im Fieber. Liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen? Hier dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das letzte sein. Nur noch Staub und Gestein ausgebrannt, alle Zeit auf der Erde sein. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Wir haben jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Monaten mehrere freudige Ereignisse gehabt. Es begann schon im Januar. Da hat der Soldat Götz, der Ladekanonier von uns, genannt OK2, wurde glücklicher Vater einer Tochter. Und wenige Monate später, also wie am Fließband eigentlich in unserer Bedienung, ist dann der Richtkanonier Vater geworden, ist der Soldat Teger, auch Vater einer Tochter, der Soldat Götz auch. Und wenige Monate oder wenige Tage sogar später ist dann auch schon mein Fahrer in diese Ehren getreten und hat dann auch Vater einer Tochter geworden. Sozusagen vaterlos oder kinderlos bin ich jetzt. Der war also 10 Tage alt. Hier ist eine Liegeschale. Und Gewicht und Größe, alles normal. 2410 Gramm schwer und 47 cm groß. Aber normal, so das Gewicht und die Größe, ja. Das ist im Bereich des Normalen. Okay. Ja. Und so, jetzt habe ich hier ein zweites Bild. Das ist also die Mutter mit der Tochter. Hier haben wir einen Vater mit der Tochter. Na, den kenne ich gar nicht, Vater. Sind hier mal ein Schreihals. Die Mutter mit dem Vater. Das war wieder klar. Die Mutter will er sein. Schreit er oder kämpft er um sein Recht hier? Ziemlich. Kämpft um sein Recht. Hat Hunger. Mann. Kann man sich mal ja nicht vorstellen. Also die Hände, jetzt so ein kleines Würmchen. Immer stark. Also ganz nach ihnen, ihre Augen und ihre Nase und so, ja. Ach, da hört man verschiedene Sachen. Die einen sagen wie die Mutter, die anderen sagen wie der Vater. In der nächsten Woche steht für uns die Aufgabe, den Komplex 214 zu fahren. Gefahren sind wir ihn schon, speziell der Fahrer und ich. Und ich habe da eigentlich jetzt nur Probleme, dass wir Bescheid wissen, was gemacht wird auf gewisse Einlagen, die sein können, Panzeralarm, Fliegeralarm. Und im Grunde genommen geht es ja uns auch darum, dass wir unseren Titel, beste Bedienung, bester K1, bester Fahrer, bester Geschützführer, den wir erlangen konnten im letzten Ausbildungshalbjahr, wieder erlangen in diesem Halbjahr. Und dass dieser Komplex 214 spielt eben nicht keine unwesentliche Rolle. Na, wir waren vorgestern noch mal auf dem Park. Wir hatten ja gemerkt bei der letzten Ausbildung, dass die Maschine stark nach rechts zog. Ich hatte natürlich gleich angenommen, dass da irgendwie ein unaussichtliches Verhältnis ist mit den Kettenwidern. Haben wir zwei rausgenommen auf der rechten Seite, das haut wieder hin. Wie so ein Komplex abläuft, das wissen wir eigentlich alle. Und da kann es passieren, dass es speziell bei dieser Fahrt ein Panzeralarm kommt. Also ich müsste jetzt im Prinzip das Rohr hochkurbeln, und zwar so weit, dass ich im Panzerfernrohr dann das Ziel entsprechend drin habe. Und ich müsste dann von Ihnen die Entfernung bekommen, die ich dann einstelle und wie schon gesagt, Panzer im Zielstachel drin. Wir sind sechstes Geschütz, da haben wir die Aufgabe, die Verteidigung hinten. Ja, gehen Sie davor? Na, ich nehme meine vollständige Ausrüstung. Ja. Und Beziehung hinter dem Geschütz, Stellung. Also schön weit ab vom Geschütz. 50 Meter, ja. Und pass auf, dass keine Devisanten herankommen, also Feinde, ja, sozusagen. Und wenn welche sind, dann alarmiere ich sofort. Jawohl. Mit die anderen Geschütze ja auch, wir sind nämlich das einzige Geschütz.
ich merke, die kriegt richtig festmachen, ja. Dass wir das während der Fahrt nicht verlieren. Auf die Lüfterklappen aufpassen. Dass da kein Dreck drin kommt. Der Fahrer ist jetzt sechstes Dienstherr. Zeichnet sich also dadurch aus, dass er eigentlich eine große Erfahrung besitzt, sehr ruhig ist. So ein bisschen in manchen Dingen mein Gegenpol. Das ist ganz gut, wenn man so einen Mann am Tisch hat, ja. Der so ein bisschen die Ruhe bewahrt und der auch viel Ahnung hat, ja. K1, der Nosse Jäger. Nee, das kann jetzt woanders hin, an die Seite. Nosse Jäger, ja. Das reicht hier vorne jetzt. Der Nosse Jäger ist auch sehr ruhig. Man merkt, dass er eben Lehrer war. Er kann mit Menschen umgehen, hat sich sehr schnell in unsere Bedienung eingelebt. Auch wenn man es dann das erste Mal in der Hand hat, das erste Mal wickelt, im Prinzip das erste Mal überhaupt so einen kleinen Mensch anfasst, die kleinen Finger. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie in anderen Ländern solche Kinder eben weggegeben werden oder wie solche Kinder eben umgebracht werden können. Ich meine, vorher, bevor man ein eigenes Kind hat, da gehen einem vielleicht einige Sachen nicht so besonders an, aber wenn dann, wenn man doch selber ein Kind hat, wenn das selber sieht, dann denkt man doch vielleicht etwas anderes drüber. Ein Spaßmacher und Proviantmeister, so sagt man bei uns, der K2, sind der Soldat Skötsch, dem braucht man auch, das ist wichtig. Ja, bin eigentlich sehr stolz auf die Leute, auf die Genossen. Wo ich bester Mechanisator ausgezeichnet wurde, war ich schon bei der Volksarmee. Und da kam die Einladung zu spät bei mir in der Einheit an. Und dadurch habe ich keinen frei gekriegt, sonst hätte ich noch also zur Einladung hinkommen müssen. Dann wäre es ja also öffentlich gewesen, im Saal und ganzen Hohen alle da, also der Gardier und der Leitende, der Kapleitende und alles sowas. Also mit Blumenstrauß und also Sie wissen ja, wie das ist. Kommandant ist, möchte ich mal sagen, ein Kamerad, mit dem man gut auskommen kann. Er ist als Geschützführer schon an der 2S1-Technik ausgebildet worden. Das bedeutet auch, er hat ein umfangreiches Wissen, was die 2S1 betrifft. Vor allen Dingen verbindet ihn eine gewisse Liebe mit der Technik. Also es ist bezeichnend für ihn, dass wir bei schwierigen Situationen eben höchstens fester zusammenwachsen und nicht irgendwie kopflos werden. Messer rechts außen. Patrichas, bitte. Ich übernehme die Gefechtsfeldbeobachtung. Schere horizontieren, Richtkreis orientieren. Thank you.
Ich war eigentlich ständig bemüht, nicht nur auf der SFL, ob es jetzt auf technischem Gebiet ist oder ob es jetzt Fragen des K1 oder K2 sind, Vorbild zu sein und immer Beispiel geben. Auch ob es die Sturmmann-Ausbildung ist oder, ich meine, immer kann ich nicht besser sein, mein K2, der wirft immer weiter oder der läuft schneller, ja. Aber ich habe mich eben bemüht, ja. Es ist ja auch wichtig, dass die Soldaten merken, dass man sich bemüht. Die sagen sich ja dann auch, wenn sich der Kommandant nicht bemüht, warum wir dann? Und Autorität, die hat man dann eben, glaubt man dann zumindest, wenn man was zeigen kann, wenn man nicht nachgiebig ist, wenn man selbst sich auch ein bisschen fordert. Darüber, damit ihr gleich von der anderen Seite nehmen könnt. Die schwere Seite. Letzte. Oh, die schwere Seite da. Ganz schön fertig ist man auf der Röhren schon. Ja? Ja, man merkt das. Und alt. Ach, Dinger haben noch viel zu viel Gewicht, wenn es danach geht. Ich meine, das Wichtigste ist, dass man zueinander Vertrauen hat, gerade bei so scharfen Sachen jetzt diese Granaten zu tragen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Wenn man was sagt, dass es gemacht wird. Und wenn mir einer was abmeldet, einen Befehl, dass ich genau weiß, das stimmt und dass man auch im Privat ein bisschen zusammenhält, ja? Dass man sich Probleme dazu ausspricht. Persönliche Probleme mit der Familie gab es ja oft bei uns. Und das war eigentlich so eine gute Bedienung ausmachen sollte. Ist vielleicht bei uns nicht immer so, aber wir sind drum bemüht, ja. Batterie auf Gruppenstellung. Zelle 501. B-Stelle grün. Richtungswinkel. 1691. 1691. Richtig. Entfernung. 1500. Richtig. Feuerkommando, Batterie auf Gruppenstellung. Splitter, Sprengkanale, Splitterzünder. Verhungerte Ladung. Strichskala 480. Von Grundrichtung nach rechts 010. Feuer verteilen von dritten mit 002. Je vier laufende Laden. Bereitschaft melden. 96 empfangen. 3124. Richtig. Einschuss laden. Splitterzünder vor der Ladung hergestellt. Einschuss geladen. Direkt zu Hause mit meinem Arbeitskollektiv kam ich besser aus. Bin ich ganz ehrlich. Und hier, wenn Sie so gucken, also die sind alle jünger wie einer. Und dann muss also mit Sie ansprechen oder so. Ich meine, normal, wenn wir jetzt irgendwo schützen oder so, da kann man doch per Du sein. Finde ich jedenfalls. Da kommt man auch besser aus. Ich meine, man sieht es ein, ja, manche, die nutzen das aus. Dann machen sie dann gar nichts mehr. Die machen gar nichts mehr, denn. Dann nutzen sie die Unteroffiziere aus, ja, das stimmt. Aber meiner Ansicht, ich würde es nicht ausnutzen. Batterie Salve in 10 Sekunden. Jetzt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2, 1, Feuer! Stellungswechsel! Kette. Wir führen morgen Mittag durch Parteigruppenberatung. Wie haben Sie Ihre Bedienung, die ja nur aus parteilosen Genossen besteht, so beeinflusst, dass Sie zum Schluss sagen können, jawohl, die Aufgabe wurde erfüllt. Wird gut, vielleicht sogar sehr gut. Innerhalb des sozialistischen Wettbewerbs halten wir streng daran, täglich eine Auswertung vorzunehmen, von dem hat am Tag an Aufgaben anlag. Wie wurden die Aufgaben erfüllt? Der Schiedsführer macht eine Auswertung für jeden Einzelnen. Das ist natürlich nicht in irgendwelchen dienstlichen Formen, sondern manchmal sogar im Club, meinetwegen bei einer Tasse Kaffee. Und erstens das. Und zweitens liegt es auch daran, dass wir selbst gern die Besten sein wollen. B-Stelle Grün, Richtungswinkel 1348, Entfernung 1800, Höhe 10, Front 200, Sprünge 50. Richtballer 380, von Grundrichtung nach rechts 050, Feuer verteilen vom dritten mit 002, G8 laufende laden, Bereitschaft melden. 96 am Fahren. 3164. Richtig. Gut zur Kontrolle. Teilring stimmt. Aufsatz auf. Überprüfen Sie nochmal die Querverkannungsliebe, Lena Träger. Ja. Feuerbereit. 96 feuerbereit, kommen. Empfehlen. Feuer! Man muss öfter mal die Leistung in Bezug auf den Ernstfall stellen. Na, und meine Position ist eigentlich, und versuche ich auch die anderen dahin zu bringen, lieber dem Gegner noch ein Geschütz abnehmen, als irgendwie davonlaufen, ja. Kurz und das Wort,
was ich dir gestern gab, schon das Letzte sein. Toll, unser Kind, das die Welt noch nicht kennt, alle Zeit umgeboren sein. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten.